Es ist leicht, einen Duft zu entdecken, den man liebt. Ein Rosenblatt, das Haar eines Kindes, Waldboden im Sommer. Doch schwer ist es, den Duft von der ihn umgebenden Materie zu trennen. Er lässt sich nicht herauslocken. Er lässt sich nicht mit Gewalt lösen. Der Parfümeur nutzt Alkohol, um die Duftwachse vom Körper zu lösen. Mit Benzol trennt man dann den Duft von dem Wachs. Eine Trennung vollzieht sich nicht zwischen zweien allein. Es braucht dazu eine dritte Substanz.